Hallo und willkommen zurück zu Atelier Nelke. Ja, es ist wieder ein freier Tag und ich denke, wir schmeißen erstmal die Forschung an und besuchen dann Leute. Bist du sicher, dass man damit ganz von selbst Materialien finden kann? Das sieht aus wie ein ganz normaler Korb. Nee, das können wir leicht ausprobieren. Ich lege nur ein extra Material hier hin und... Voilà, schon geht er los und sucht seine eigenen Materialien. Und wir haben ihn auch so designt, dass er nicht endlos Dinge sammelt. Also kannst du ihn genauso benutzen, wie du möchtest. Das ist ja richtig wunderbar. Ich bin sicher, dass jeder diesen Korb lieben wird. Naja, bis auf die Nachbarn, wo der Korb hingeht, um die Äpfel zu... Naja, egal. Und mit ein bisschen Glück wird er uns helfen, ein paar Hinweise zu entschlüsseln, die uns letztendlich zu dem Granzweit-Baum führen können. Wenn wir auch nur seinen Aufenthaltsort ein klein wenig eingrenzen können, dann können wir die Gegend durchkämmen. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich damit helfen kann. Danke euch beiden, ich will ihn sofort ausprobieren. Ja, natürlich. In der Zwischenzeit suchen wir selbst auch weiter. Ja, vielen Dank und viel Glück. Okay, dann haben wir jetzt unseren Living Basket. Okay, wir haben entflammbare Substanzen. Dafür kriegen wir nur Feuerelement. Hier haben wir Waterelement. Das heißt, wir haben quasi Geld gegen Elemente getauscht. Naja. Können wir das immer wieder machen? Nee, das muss, ach so, ich muss es ja sowieso machen, damit ich das nächste freischalte. Alles klar. Erdelement haben wir jetzt auch. Dann haben wir Peaceful Land. Und damit haben wir eine neue Rezeptsammlung bekommen. Wunderbar. So, jetzt können wir... Huch, hier ist noch was Neues. Ach so. Ha. Das heißt, für 10.000 Coal können wir ein neues Sammelgebiet oder so freischalten, wie das aussieht. Hier 30.000, 40.000, okay. Also wenn wir mal 10.000 übrig haben, sag mir Bescheid. Hier brauchen wir Timber, haben wir. Wir brauchen auch ein Eternity Crystal. Setze ich direkt mal auf die Wunschliste. Das lösche ich mal von der Wunschliste. Das kommt da drauf. Wunderbar. Achso, genau. Was haben wir denn davon? Dann kriegen wir noch eine weitere Rezeptsammlung. Was ist Spruce? Sind das Sprotten oder irgendwie sowas? Oder keine Ahnung. Ja, hier genau brauchen wir Town. Wo kriegen wir Town her? Kommt mal auf die Wunschliste. Ah ja, und hier kommen wir noch nicht weiter. Das heißt, wir können nichts Neues forschen. Momentan. Schade. Dann besuchen wir halt Leute. Pamela, meine alte Freundin. Der Tee ist soweit. Oh, danke, Misty. Oh, das ist schön. Es ist schon lange her, dass ich mal Gelegenheit hatte, mich so schön zu entspannen. Also, Pamela, wie lange bist du schon reisende Händlerin? Auch schon eine ganze Weile. Ich bin über die ganze Welt gereist. Ja, und vermutlich nicht nur um diese Welt. Über die ganze Welt?
Hast du diese Snacks dann in deinen Reisen gefunden? Ja, ach so, wir haben das Snack-Rezept wahrscheinlich von ihr bekommen, vor ein paar Folgen. Ja, ich habe so viel von ihnen gehört. Da musste ich sie einfach ausprobieren. Ich hoffte, dass ich sie mal mit jemandem teilen kann. Deshalb bin ich froh, dass ihr mich besuchen kommt. Außerdem bekomme ich jetzt sowas von diesem wunderbaren Tee. Naja, wir sind auch froh, dass wir dich besuchen kommen. Aber weißt du, dieses spezielle Dessert hatte ich noch nie zuvor. Wo hast du es her? Oh, das ist ganz populär in den Nachbarländern. Und es bleibt auch lange haltbar, deshalb ist es ein gutes Souvenir. Tja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie unterschiedlich doch die Essenskultur sein kann, selbst in Nachbarländern. Ja, deshalb reise ich auch so gerne. Man sieht alles neue und aufregende neue Sachen. Verstehe. Aber ich denke, jetzt bleibe ich erstmal hier im Westerwald. Die spannendsten Dinge scheinen ja doch immer dort zu passieren, wo viele Alchemisten sind. Also werde ich hier auch noch wunderbare Dinge erleben. Ja, das hoffe ich doch sehr. So, direkt schon Freundschaftslevel. Ja, ist gestiegen. Aber kein Level gestiegen, sondern nur so ein bisschen. Hä, warum ist hier Party-Member? Ach so. Bestimmt die Events sind mit mehreren Leuten dann oder so. Naja, komm, wir holen uns erstmal einen Auftrag von Ellie ab. Hallo, du, ich wollte nur mal fragen, gibt es irgendwas, wo du Hilfe brauchst? Ja, wenn ich dich da mal was fragen dürfte, um was bitten dürfte. Okay, Purple Grape produzieren 25 Einheiten. Alles klar. Dann Judy. Hallo, du, ich wollte nur mal fragen, ob du für irgendwas Hilfe brauchst. Ah, Nelke. Ja, es gibt da tatsächlich eine Sache. Okay, Hornet Beast jagen. 3 Runden Zeit. Naja. Sollen wir mal gucken, dass wir die ganzen Quests auch noch hinkriegen. Hier ist ja nur ein bisschen Gespräch. Okay, also diesen Gegenstand, den du hergestellt hast, das war jetzt keiner, den du dir selbst ausgedacht hast. Nein, ich habe ein wenig erkundet und in einem verlassenen Gebäude ein Rezept gefunden. Und ich dachte, in der Zeit zu reisen könnte ganz spaßig sein. Also habe ich ein paar Modifikationen gemacht, um den Effekt zu reduzieren. Und dann habe ich es hergestellt. Und warum wolltest du den Effekt reduzieren? Ich dachte mir, wenn ich jetzt zu weit in der Zeit reise, komme ich vielleicht nicht wieder zurück. Wie dem auch sei, ich habe es wohl alles nicht richtig gemacht, denn das Ganze ist mir um die Ohren geflogen, während, mitten in der Synthese. Und diese Explosion hat mich dann in eine ganz unvertraute Zeit und einen unvertrauten Ort geschleudert. Das war ziemlich schrecklich. Ah, so war das. Ja, das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Aber es klang ein bisschen so wie der Gegenstand, den du hergestellt hast. Es ist fantastisch, wie alle Leute von der ganzen Welt immer wieder auf gleiche Ideen kommen.
Ja, das ist wirklich fantastisch, genau. Na, ihr beiden habt ja ein feines Gesprächsthema gefunden. Worüber redet ihr denn da? Oh, hallo Nelke. Ich habe nur gerade Judy davon erzählt, dass ich einen Gegenstand synthetisiert habe, durch den ich jetzt hierher gekommen bin. Ach so, du meinst dieses Zeitreiseteil? Ja, ganz genau. Aber ich bin wohl nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch die Dimensionen gereist. Und verrückterweise war mein Gegenstand dem von Judy ziemlich ähnlich. Ich find's ja ganz spaßig, dass du jetzt Nelke nochmal all das erzählst, was du auch vorher Judy schon erzählt hast, was wir also schon kennen. Ja, also gleiche Leute machen gleiche Gegenstände oder unterschiedliche Leute machen gleiche Gegenstände. Ja, wirklich überraschend, was für ein Zufall. Judy hat doch was zu verbergen. Das ist doch kein Zufall. Sag mal, Judy, warum verhältst du dich so seltsam? Wer ich? Seltsam? Nein, wovon redest du überhaupt? Sei doch nicht verrückt. Nein, in der Tat bin ich total überrascht, wie mein Gegenstand und der von Lilly so gleich sein konnten. Ja, das ist schon wirklich seltsam. Selbst die Materialien und die Ausrüstung waren identisch. Das war schon ein Schock. All das war das Gleiche? Na, das ist aber mal ein Riesenzufall. Aber dank Judys Hilfe werde ich sicherlich einen Weg oder einen schnelleren Weg zurückfinden. Ja, überlass das einfach mir. Ich habe das ja vorher auch schon mal gemacht. Ja, freut mich zu hören. Tja, und jetzt nochmal Marie. Dann haben wir 10 Stunden von unserem freien Tag schon verbraucht. Mit Erkunden ist da nicht mehr viel. Warum ist mir eigentlich nie in den Sinn gekommen, das auf diese Art und Weise zu machen? Ach, nächstes Mal muss ich es unbedingt mal selbst ausprobieren. Oh, hallo Marie. Versuchst du ein neues Rezept? Nein, nicht ganz genau. Ich probiere nur eine neue Synthesemethode aus. Und was heißt das genau? Weißt du, ich habe immer dieselben Materialien verwendet, um diesen Gegenstand herzustellen. Aber dann habe ich mit anderen Alchemisten gesprochen und es hat sich herausgestellt, dass jeder seinen eigenen Weg der Synthese hat. Deshalb habe ich mal ein paar unterschiedliche Variationen probiert und es ist mir tatsächlich gelungen, den Gegenstand noch besser hinzubekommen. Warte mal, du kannst also unterschiedliche Gegenstände benutzen, um denselben Gegenstand herzustellen? Ja.
Ja, zum Beispiel, wenn man sie in unterschiedlicher Reihenfolge hinzufügt oder was man macht, während man es mixt, dann bekommt man zwar den gleichen Gegenstand, aber mit unterschiedlicher Qualität. Und in unterschiedlichen Regionen gibt es ja auch unterschiedliche Materialien. Das liegt halt an der unterschiedlichen Umwelt. Ach so, also kann auch das Wetter und das Klima verändern, welche Materialien man finden kann oder die Qualität von denen. Genau, es gibt viele Materialien, die in meiner Heimat schwer zu finden sind. Und deshalb möchte ich, solange ich hier bin, möglichst viele verschiedene Sachen ausprobieren. Vielleicht bin ich dadurch sogar in der Lage, einen ganz neuen Gegenstand herzustellen. Einen neuen Gegenstand? Das wäre ja unglaublich. Was genau willst du denn machen? Och, da habe ich eigentlich noch gar keine Ahnung. Verstehe. Naja, was immer das sein wird, ich freue mich schon drauf. Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich es herausgefunden habe. Es wird auf jeden Fall interessant, das kann ich dir versprechen. Ja, ich kann es kaum abwarten. Wahrscheinlich explodiert dann wieder die halbe Stadt oder so. Ja, Marie schon Level 7. Wirklich so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft hier. Man bedenkt, die Charaktere, die nur kämpfen können und die nicht im Laden arbeiten und so. Nelke Level 3, Knoss Level 3, Misty Level 3, Lotus Level 3. Das sind ja alles die Leute, die nicht in Läden arbeiten, keine Synthese betreiben und so weiter. Und hier Level 7, 5, 6, 4, 3, 4. Ja. Gut, hier sind neue Sachen dazugekommen. Okay. Kooperative Synthese. Kein Problem, irgendwas halt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit für Investigation. Dazu muss ich erstmal nochmal wissen, was haben wir noch für Aufträge? Plain Turtle und Horned Beast. Ah ja, hier geht's nicht weiter. Wir können nicht mehr investieren, also für eine neue Route. Okay, hier werden die beiden. Da wäre es noch besser. Ja, hier können nur diese beiden Gegnertypen kommen. Da gehen wir jetzt hin. Ja. So, haben wir noch jemand Neues bekommen, den wir noch mitnehmen können? Misty Knoss? Nee. Muss noch mal eben gucken, wie ist das eigentlich mit diesem Schmetterlingsnetz und so? Das haben wir jetzt einfach alles so, ne? Die Skills. Status können wir nicht sehen. Naja, komm, wir reisen einfach so los. Und laufen natürlich. Und, ja, doch ein Kampf, sehr schön. Dann haben wir diese Quests wenigstens mit den gehörnten Bestien. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon besiegen müssen.
So, Zeit vorbei. Okay, ich frag mich, was das bedeuten soll. Neuboden District of Expansion 1 is now possible. Ich vermute, sie versuchen uns damit zu sagen, dass wir einen neuen Distrikt in der Stadt bauen können. Also ein neues Gebiet, wo wir neue Häuser bauen können. So, unseren Grove haben wir fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch herstellen wollte. Und Alchemisten haben neue Rezepte mitgebracht. Einen polierten Kristall, Zettel, Apfelkuchen, Kleidung, Polierpaste und einen blauen Neutralisator. Also das kommt von unserer Forschung. Okay, und es gibt ein neues Edikt, könnte man sagen. Ich sehe es hier, also wird bei Request sein, okay. Zusätzlich zu unseren normalen Bürgeraufträgen gibt es noch einen weiteren Auftrag von deinem Vater. Was? Warum schickt er mir einen Auftrag? Sag mir, was er gesagt hat. Ja, natürlich. Er hat uns eine Anweisung für die Stadtoperation gegeben. Das Wichtigste ist, dass wir die Stadt in einer bestimmten Weise entwickeln müssen. Das ist seine Art von Auftrag? Ach, er ist so überbeschützend. Er macht sich einfach Sorgen um dich, Fräulein Nelke. Vorerst liest er einfach mal seinen Auftrag durch. Ja, wenn es der Stadt weiterhilft, dann werde ich das in Betracht ziehen. Ja, diese Policies, also diese Spezialaufträge beeinflussen die gesamte Stadt. Er könnte zum Beispiel eine riesige Monsterhatz verlangen oder Gegenstände sammeln oder Verkäufe. Diese Aufträge sind schwieriger als die normalen Aufträge. Allerdings sind auch die Belohnungen höher. Sie sind normalerweise den Aufwand wert, also überleg dir sorgfältig, wie du sie hinkriegen kannst. So, unsere gehörnte Bestie haben wir zumindest fertig. Bringt noch ein bisschen Geld und Freundschaft. So, und jetzt sollen wir Zettel sammeln. Und zwar wie viele? 40 Zettel. Wow, wow, wow. Aber dafür kriegen wir fast 10.000 Kohl. Und nochmal 30 Bevölkerung dazu. Okay, da haben wir noch 3 Tage. Also Purple Grape müssen wir... 6 Tage noch für die Schildkröten. Das ist ewig. Gut, prima. Ich pack das hier mal zu der Wishlist. So. Hä, habe ich nicht gemacht? Doch. Gut. Was haben wir jetzt noch erreicht? Mittlerweile 8 Punkte. Die Alchemisten, die zu deinen Freunden oder wo du die Freundschaft verbessert hast, haben dir noch folgendes Rezept mitgebracht. Eine Eisbombe. Ja, finde ich übrigens super, dass wir jetzt ganz, ganz viele Sachen tun können,
und gar nicht für alles Zeit haben und so, dass man sich gut überlegen muss, was man tun kann. Fangen wir mal an mit dem Bauen. Sobald wir einen kommerziellen Sektor zu einem bestimmten Grad gebaut haben oder entwickelt haben, können wir ihn erweitern. Das kostet Geld, aber da haben wir dann mehr Platz, um weitere Facilities einzurichten. Okay, wir könnten jetzt hier... Nee. Hier können wir investieren. Expansion 1 kostet nur 500. Aha, und wir können das halt machen. Dadurch, dass wir 100 Felder bereits belegt haben. Und weil wir Reclamation gemacht haben, was auch immer. Das ist wahrscheinlich irgendeine Forschung. Kann ich mir die 500 jetzt leisten? Möchte ich jetzt gerade nicht. Wir haben nämlich jetzt noch zwei Runden zu tun, wo wir Gewinn erwirtschaften wollen. Und danach kann ich das ja erweitern. Das läuft mir ja nicht weg. Ich habe ja jetzt hier auch noch genügend Platz. Ich schaue mal, ob ich was Neues bauen kann. Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann Aufträge. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir brauchen ja auf jeden Fall Weintrauben. Das heißt... Wir sagen hier beim Gemüsegarten... Weintrauben. Wir sagen beim zweiten Gemüsegarten auch Weintrauben. So, damit haben wir die 25 bestimmt dann voll, nächste Runde. Hier haben wir dann Gemüseöl. Ich sag's immer wieder. Pflanzenöl. Weizen haben wir erstmal noch genug. Nee, ist okay. Dann im Grove. Machen wir hier weiter mit den Fragrant Chips. Und hier könnten wir jetzt nochmal Eiche oder Äpfel machen. Haben wir noch irgendwo eine Request dazu? Nein. Ach genau, was brauchen wir für Zettel? Können wir hier nicht sehen. Dann würde ich sagen, wir lassen das beides hier mal bei Fragrant Chips, dass wir da mal ein bisschen wieder... unseren Vorrat erhöhen, weil Fragrant Chips, haben wir letzte Folge gesehen, brauchen wir schon für einige Sachen. Gut, haben wir die drei hier schon mal geklärt. Dann, was wird verkauft? Du bleibst hier bei deinem Potable Water von mir aus. Du bei dem Brot, da haben wir noch 28 im Lager. Neutralisator Rot haben wir jetzt schon bereits verkauft. Also das war meine Quest von uns. Das heißt, du kannst jetzt sagen... Ja, von mir ist das Butterfly nett. Also das sollte ein paar Einnahmen bringen. Jetzt zu den Alchemisten. Moment, warum mache ich gerade diesen Wein? Ich muss noch mal eben gucken. Wo sind unsere anderen Aufträge eigentlich? Unsere Hauptaufträge, wo sind die? Muss ich hier noch mal kurz raus. Tasks, da. Okay, wir müssen noch einmal Eiche anpflanzen. Okay, dann machen wir doch keine... Zweimal Fragrant Chips, machen wir einmal Eiche noch. Und dann nur noch positives Einkommen für zwei Runden. Das ist ja super. Das kriegen wir hin.
Das heißt Synthese. Nein, nicht Synthese Request. Request. Für Produktion. Der zweite Grove macht Eiche. Prima. So, Synthese. Level 5 bis 7 sind wir. Fangen wir mit dir mal an. Dann machen wir alles weg. So, Schaufel wäre wichtig. Ist Alchemie Level auch 5, sehr schön. Können wir danach auch noch wieder verkaufen. Ich denke, wir machen auch wieder 5 Stück davon. Oh, für Zettel brauchen wir Thorn und Beehive. Haben wir ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich Beehive herkriegen soll. Apfelkuchen könnten wir machen. Eisbombe. Geht nicht. Normale Bombe würde gehen. Wir haben 32 oben. Oh, das können wir bauen. Guck mal an. Kostet 5. Können wir nochmal 6 Stück von bauen. So, dann machen wir... Lili? Alles weg. Magische Farbe. Ich weiß noch nicht, wofür wir sie brauchen. Ach, oder es ist einfach... Das Icon daneben steht ja für irgendwas. Das ist nur zum Verkaufen. Mach mal Polierpaste. Apfelkuchen ist ganz schön teuer. Mach trotzdem noch 5. Ah ne, mit dem Mehl, ey. Obwohl, komm. Dann mach noch mal Mehl. Du lässt mal Brot Brot sein. Die anderen Sachen machst du ruhig weiter.
考え直しましょう。So, können wir noch destilliertes Wasser herstellen? Ja, können wir. Wollen wir überhaupt? Ich weiß es nicht. Das können wir auch mal machen. Tja, jetzt haben wir noch 10 Punkte. Ich frage mich, warum hier der Verkaufspreis rot eingezeichnet ist und hier nicht. Ich mache einfach mal zweimal diesen Weihrauch. Ich könnte fast noch ein viertes Atelier gebrauchen. Naja, machen wir nicht diese Runde. Haben wir jemanden, den wir entsenden können? Judy hat gar nichts zu tun. Was brauchen wir denn für Material? Fest ist nicht schlecht. Oh, hier können wir Town kriegen. Wir brauchen unbedingt Town. Ich glaube, Town könnten wir auch kriegen, wenn wir irgendwie ein Feld könnten wir dafür anlegen. Ja, geh mal hier hin. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. Baum. Es gab irgendwas, was wir bauen konnten, wo Thorn wächst. Produces Thorn, genau. Flower Patch. Und da wir jetzt so viele Zettel brauchen, ist glaube ich nicht schlecht. Ich setze es erstmal an die Straße, wir können ja danach noch irgendwie einen Weg bauen. Kostet 270, die kriegen wir diese Runde auf jeden Fall wieder rein. Das ist kein Problem. So, prima. Können wir die Runde beenden? Hier ist der wöchentliche Bericht. Danke, ich schaue mir den mal an. Okay, wir haben jetzt die letzte Nebenaufgabe von unserem Vater erfüllt. Genug Eiche hergestellt. So, und wir haben sehr viel Geld verdient. Ich hätte also ruhig noch andere Sachen auch noch bauen können, egal. Okay, Lili mal wieder am besten abgeschnitten. Ja, Details will ich gar nicht wissen. Konnichiwa.
Hallo Nelke, wie läuft eigentlich die Suche nach dem Granzweitbaum? Das wollte ich doch fragen. Hast du schon neue Hinweise gefunden? Nein, traurigerweise noch nicht. Oh, das ist aber schade. Vielleicht war der neue Korb nicht gut genug? Nein, das stimmt nicht. Der ist wirklich fantastisch. Aber selbst mit so einem unglaublichen Gegenstand haben wir immer noch keinen Hinweis gefunden. Ich kann es gar nicht glauben. Tja, ich vermute, wenn wir einfach nur so zufällig irgendwo hingehen, finden wir da gar nichts. Aber kann es denn wirklich etwas geben, was hier so gut versteckt ist? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht ist er ja in einem ganz abgeschlossenen Bereich, wo eine normale Person niemals hingehen würde. Zum Beispiel eine Höhle, tief unterirdisch oder so. Ich weiß nicht. Könnte da überhaupt ein Baum wachsen? Ja, gutes Argument. Ja, wo kann er denn sonst sein? Mir ist gerade was eingefallen. Wie wäre es denn, oder wie soll der Korb überhaupt Hinweise finden, wenn er gar nicht weiß, wonach er überhaupt suchen muss? Er kann natürlich Materialien sammeln, aber ich glaube nicht, dass er weiß, was er mit einem Auftrag anfangen soll, wie such mal nach Hinweisen. Okay, Zeit an die Arbeit zu gehen. Genau, jetzt geht die Untersuchung erst richtig los. Das wird zwar kein leichtes Rätsel, was wir entschlüsseln müssen, aber umso süßer wird die Belohnung sein, wenn wir es schaffen. Ja, geben wir unser Bestes. Genau, Illy? Ja, klar. Okay, das war ja diesmal eine kürzere Woche, aber ich mache jetzt keine zweite Woche im Anschluss. Wir können uns höchstens nochmal die Aufträge angucken, wo wir was erledigt haben. Genau, Weintrauben haben wir geschafft, 25. Haben sogar 50 hergestellt. So, bleiben Schildkröten und Zettel. Und dann nächste Folge Forschung und wieder 5 Leute besuchen. Alles klar. Dann macht's gut. Bis morgen. Tschüss.